Hallöchen zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, heute bei mir auf dem Tisch. Nochmal, 9 Tüten Eldrador Mini Creatures. Ja, ja und oh ja. Ich war heute unterwegs und kam zufällig an dem Laden vorbei, wo ich die ganzen Eldrador Creatures her hatte, die ich euch gezeigt habe. Und dachte mir, geh mal rein, guck mal, ob sie vielleicht noch ein paar Tütchen haben. Und was soll ich sagen? Das sind die letzten 9 Tüten, die ich bekommen habe. Jeder, der von euch schon mal vor so einem Display gestanden ist, wo die ganzen Eldrador-Tüten und die Eldrador-Roboter, wo die draufstehen, der weiß, wie groß dieses Fach ist mit diesen Tütchen. Und das war leer. Das sind die letzten, die ich noch bekommen habe. Also die haben die alle abverkauft und die habe ich immer noch für 1,99 bekommen. Finde ich großartig, dachte ich mir, komm, 9 Tüten, nimm sie mit, pack sie aus. Denn ihr wisst, mir fehlen noch 2 Figuren. Und welche mir noch fehlen, das schauen wir uns jetzt an. Ihr wisst, ich habe ja eines dieser Faltblätter hier ausgefüllt und genau abgestrichen, welche ich habe, welchen mir noch fehlen. Ne? Ich habe Stein komplett, natürlich auch den Roboter, ist ja klar. Ich habe Dschungel komplett, ich habe Eis komplett, aber die Lava-Welt, da fehlen mir noch 2 Figuren. Und ihr seht schon, hier dieser Kollege, das ist Heater. Heater fehlt mir noch und hier oben Flip. Heater und Flip, die beiden fehlen mir noch. Ich wollte ja eigentlich meine Geheimwaffe Gamera-Fan losschicken, aber der kam noch nicht dazu, danach zu gucken. Also, komm, egal, ich hatte noch ein bisschen Kleingeld übrig und habe mir jetzt diese 9 Tüten mitgenommen. Ich bin megamäßig gespannt, ob ich die 2 noch kriege oder ob es nur Doppelte sind. Was heißt nur Doppelte? Ne, mittlerweile hat mir auch ein Zuschauer Bilder geschickt, der hat nämlich einige Figuren gerepainted und der hat gerade die Feuergeschichten sensationell angemalt. Und ich denke mal, ihr werdet auch die eine oder andere Figur vielleicht doppelt haben. Und die sehen super aus, wenn man sie ein bisschen repainted. Also ehrlich, man kann aus den Figuren noch so dermaßen viel rausholen. Die sehen besser aus als die Originale von Schleich. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Okay, dann lasst uns mal beginnen. Ich öffne das erste Tütchen. Ihr wisst ja, vorsichtig beim Aufreißen, denn sonst sonst reißt ihr dieses Ding hier kaputt. Ne? Genau, also müsst ihr echt aufpassen. Das ist ein bisschen blöd, dass die so hoch sind und dass diese Einreißpunkte so tief sind, könnt ihr einreißen. Und ihr wisst ja, wenn ihr dann hier so schräg in die Tüte guckt, dann könnt ihr schon mal sehen, was sich hier spiegelt, ja. Und hier sehe ich grün. Also wir haben eine Figur doppelt und wir haben hier, jawohl, die Dschungelfledermaus. Wir haben hier Paws. Paws habe ich auch schon ein paar Mal doppelt. Aber es ist gut. Ich sage ja, vielleicht reicht mir mal die Zeit, dann mache ich da auch entsprechend Repaints draus, ne. Also einmal Paws, doppelt. So. Nächste Tüte. Was haben wir hier drin? Eigentlich brauche ich es gar nicht mehr vorsichtig aufreißen, denn ja, ich habe die Beilagen jetzt schon zigtausend Mal. Zack, ne? Was haben wir hier drin? Oh, schon wieder grün. Schon wieder grün. Oh Mann. Ja, Slash. Dieser Kollege hier heißt Slash. Also haben wir jetzt Paws und Slash nochmal. Noch einmal mehr. Ich glaube, der wird auch sehr viel Spaß machen, den nochmal zu bemalen, denn der hat so herrlich große Zähne. Kann man toll anpinseln. So, also. Noch 7 Tüten, Leute. Ich bin gespannt, ob ich überhaupt einen Feuercharakter rauskriege. Ja? Also die Feuerdinger, die sind schon... Boah, guck mal, wie man das zerreißt, wenn man das so abzieht. Ne? Krass. Es könnte Stein sein. Ich glaube, das ist Stein. Und was haben wir hier? Ja, tatsächlich. Wir haben hier Mesh. Das hier ist Mesh. Hallo, Mesh Nummer 5278. Ich weiß gar nicht, wie oft ich den doppelt habe, aber auch cooler Charakter. Ne? Die sehen doch klasse aus. So, dann das nächste Tütchen. Tütchen Nummer 5 von 9 Stück. Fühlt sich das nach Feuer an? Ich kann es... Oh, oh, das fühlt sich so an, als ob da was raussteht. Aha. Leute, ich sag euch was, ohne Scheiß jetzt, das könnte Flip sein. Das könnte Flip sein. Kann mich natürlich komplett täuschen, aber das könnte Flip sein.
Wahrscheinlich habe ich Unrecht, aber egal. Manchmal, finde ich, kann man es ein bisschen erfüllen. Also ich bin gespannt. Ganz anständig aufreißen. Tütchen rausholen. Haben wir hier was Rotes drin? Wir haben was Rotes drin. Leute, hier ist die Lava-Welt drin. Ich würde mich wegschmeißen. Also ich würde sagen, ich habe hier Flip gefühlt. Und was haben wir? Ja, wie geil, Leute. Ihr könnt's erfüllen. Das ist Flip. Ich hab ihn gekriegt. Der Wahnsinn, ne? An diesen Hörnchen und dem Kopf habe ich's gefühlt. Das ist Flip. Der Wahnsinn. Ich bin jetzt natürlich nicht in den Laden gestanden, habe hier die Tütchen nochmal alle abgefüllt. Mein Gott, es sind halt 9 Stück. Nehmt die Dinger mit und gut. Aber man kann es erfühlen. Ich drehe durch. Leute, Heather fehlt mir noch. Der letzte Charakter. Ich drehe komplett durch. Dass ich so ein Glück habe, das ist ja der Oberburner. Also, Flip, komm gleich hier ausstreichen. Hat sich ausgeflippt. Sehr schön. So, somit fehlt mir noch Heather. Dieser kleine Scheißer hier, der fehlt mir noch. So, und ich mache hier eine kurze Zwischengrätsche, denn vor lauter Begeisterung, dass ich den kleinen Flip hier bekommen habe, ja, habe ich ganz vergessen, den zu besprechen. Darum mache ich das hier noch ganz schnell und füge das in dieses Video noch mit ein. Also, der kleine Flip hat wie alle Mini-Creatures eine Höhe von 4 cm und eine Breite von 3,5. So, von vorne sieht er so aus, auch ein herrlicher Lava-Charakter. Ihr seht hier überall diese kleinen Brocken an den Händen, flammen so kleine Flämmchen auf. Ja, und hier am Rücken kleine Lava-Brocken, die man eigentlich beim Repaint auch noch ein bisschen deutlicher hervorheben kann. Einfach dunkler bemalen bis hin zu schwarz. Ja, dass das Ganze wieder erkaltet. Ansonsten hat er hier links und rechts vom Kopf 2 kleine Hörnchen. Witziger Kopf, kleine Augen drin, steht hier auf seinen Händen, macht quasi einen Handstand und hat die Füße nach oben. Die Zehen findet ihr hier hinten. Ansonsten der Bauch, hier auch eher ja, so Gesteins-Lava-Brocken. Auch hier seht ihr noch die Flammen, wie sie nach oben lodern. Und ihr seht hier auch die Fingerchen oder die Fäuste. Ich denke mal, er hat es wieder zu Fäusten geballt, auf denen er hier seinen Handstand macht. Ne? So sieht er aus. Der gute Flip oder die Flip, man weiß ja nicht, sind es Männchen, sind es Weibchen. Mit was haben wir es hier bei diesen Charakteren zu tun? Auch hier natürlich die Vertiefungen, dass ihr es in den entsprechenden Lava-Roboter reinsetzen könnt. Aber Flip ist auch so ein Kandidat, wenn er den reinmacht, sieht man halt nichts, da stehen nur seine Beinchen nach oben. Im Prinzip hätte Schleich oben und unten diese Vertiefungen reinmachen können, dann hätte man den so rum reinstecken können, aber klar, das sieht nicht wirklich gut aus, wenn er da einfach nur steil nach oben guckt. So rum ist es schon origineller. Gut, also das noch zum Flip. Auch ein netter Charakter. Und ich freue mich, dass ich ihn heute gefunden habe. So, jetzt bin ich aber mal echt gespannt. Leute, 4 Tüten. 4 Tüten habe ich noch da. So, und wenn ich jetzt hier fühle, ja, Heather, weiß nicht, da steht jetzt auch so ein Kopf raus, könnte aber auch ein Dschungelcharakter sein. Ich weiß es nicht, fühlt sich ein bisschen zu spitz an für Heather, kann es euch nicht sagen. Ist das Spike? Könnte das Spike sein? Ich glaube, wir haben hier Spike drin. Bin mir nicht sicher. Ne, Spike wäre er hier. Hm, okay. Ja, man muss ja ein bisschen spannend machen, ne, wenn man nur 9 Tütchen hat. So, was haben wir hier für eine Farbe drin? Wir haben Grün drin. Okay. Claws. Das hier ist Claws, ne? Aber hier steht es auch ein bisschen raus und auch die Ärmchen an der Seite, wo so diese Hübels hochstehen. Also auf jeden Fall Dschungel, ne? Lag ich doch gar nicht mal so furchtbar falsch. Also man kann es schon ein bisschen erfüllen, ne? Also, Claws. Mann, noch 3 Tüten, Leute. Noch 3 Tüten. So, was haben wir hier drin? Hier haben wir auch etwas, was ziemlich dominant. Ja, ich würde schon wieder auf Spike tippen. Ohne Scheiß. Komm, reingucken. Das ist auf jeden Fall eine Dschungelfigur. Das muss Spike sein.
Komm, ich habe den dieses Mal drin. Und es ist Spike. Seht das? Man kann das tatsächlich erfüllen. Man kann es erfüllen. Schwutsch! Noch drei Tüten, Leute. Noch drei Tüten. Hier steht wieder was spitzig raus. Ich kann es euch... Also hier bin ich, glaube ich, komplett überfragt. Hier bin ich komplett überfragt, was wir hier drin haben. Ich habe keine Ahnung. Hier steht auch wieder was raus. Keine Ahnung, keine Ahnung. Wir werden es ja eh gleich sehen. Ne? So, Achtung, was haben wir hier drin? Hier fehlt mir noch. Wir haben hier die Eiswelt und ja, Thriller. Hallo Thriller. Okay, habe ich glaube auch ein paar Mal rausgeholt. Ne? Von dem her, ja, Eiswelt, Thriller. Das vorletzte Tütchen, Leute. Das vorletzte Tütchen und hier ist ein richtiger Brocken drin. Ja, entweder wir haben Slider oder wir haben Chomp drin. Kann mich aber auch täuschen. Und hier ist was anderes. Ich pack mal das hier aus. Ich weiß nicht, was hier drin ist. Aber hier ist was anderes drin. Und wir haben hier, oh, schon wieder Stein. Und nochmal Mesh. Mesh, zweimal 9 Tütchen und zweimal Mesh hier rausgeholt. Eieieiei. Leute, das letzte Tütchen. Also hier ja, haben wir wahrscheinlich Lava-Welt drin. Und ich denke mal, das ist Jump. Bin mir nicht sicher, aber wir werden sehen. Ja, somit kann ich euch jetzt schon sagen, ich habe es nicht komplett gekriegt. Ne? Heather fehlt mir immer noch. Und wir haben hier, Achtung, nein, es ist nicht Jump, sondern das, was ich auch noch mitvermutet habe, Slider. Genau, es ist Slider. Guckt es euch an. Also man kann es ein bisschen erfühlen. Jump und Slider ist halt einfach nur Masse. Ne? Anders kann man es gar nicht sagen. Gut, also Leute, ihr wisst Bescheid. Das sind meine 9 Figuren, die ich hier jetzt wieder rausgekriegt habe. Ja, mir fehlt immer noch eine Figur aus der Lava-Welt, nämlich Heather oder Heather, wie auch immer. So, komm, kleine Pyramide bauen. Ich habe Flip gekriegt, freue ich mich megamäßig. Nö, Flip kommt oben drauf. So, dann hier noch die Fledermaus. Thriller kommt hier oben drauf und natürlich hier Flip. Yay! Leute, das waren meine 9 Figuren, die ich aus diesen Tütchen hier rausgekriegt habe. Heather fehlt mir immer noch. Mal gucken, wann der hier bei mir Einzug hält. Vielleicht erwische ich nochmal einen Schwung mit Tüten. Vielleicht kommt meine Geheimwaffe dazu, die Tütchen zu befühlen. Wie auch immer, wenn ich die Figuren mal komplett haben sollte, wird auf jeden Fall noch ein 360-Grad-Video kommen, wo ich alle Charaktere nochmal extra in dem Video drehen lasse. Ich finde, das haben sie schon verdient irgendwo, ne? Gut, habt ihr mittlerweile schon alle zusammen? Wenn ja, dann Glückwunsch. Wenn nicht, weiterhin viel Spaß beim Sammeln. Das werde auch ich haben. Freue mich immer, wenn ich dann so ein Set irgendwann mal komplett habe. Ob das jetzt heute ist, morgen oder in einem Jahr, das ist mir vollkommen egal. Und es macht ja auch Spaß, wenn man es dann irgendwann komplett hat, zu sagen, ach geil, guck's dir an. Wahnsinn, ne? Gut, ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen. Ich sage ciao, tschüsschen, bis zum nächsten Mal. Euer Ruppi. Yay. Yeah.